Dann seit du wusstest, mein Zwerg um Hobbits und Elderwills zu England Part. The Night of the Rabbits. The Night of the Rabbit. Oh, was haben wir denn da aus dem Blut gezaubert? Mit dem Zwergenfürst. Ja, okay. Gehen wir erstmal hier wieder rein. Hier ins Café. Ich denke, wenn wir hier die Madame wieder rufen. Sekunde. Ja, komm schon. Komm. Komm, ich habe keine Zeit. Willkommen. Hallo, zurück. Anja. Wegen des Blausafts. Tut mir leid. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr genommen. Das habe ich, aber sie sind krank. Am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Bis später. Pass auf dich auf. Ich bin doch schon da. Hey. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Ich hatte die stille Hoffnung, dass die mir jetzt hier weiterhilft. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich. Indischer Pfeffer vielleicht. Das braucht keine besondere Würze. Ich dachte, wir können hier irgendwas für die Kuchen geben oder irgendwie so. Tja. Tja. Zu den Zwergen kommen wir dort über den Fluss, aber wollen wir doch hin? Naja, da haben wir am letzten Mal nicht viel erreicht. Ja, der Zwerg ist krank, aber wie kriegen wir das? Wie kriegen wir den wieder gesund? Wir haben hier Becher mit Aufdruck und Umständen. Wenn wir den Kaffee bringen, ich weiß nicht. Das könnte ihn weiterbringen. Hier, da ist eine ganz. Wir versuchen es mal. Einfach mal ein bisschen Kaffee liefern. Kaffee bringt vieles. Kaffee kann auch eine Erkältung wieder gesund machen. Warum nicht? Ist eine Allzweckwaffe. Das wird aber relativ schnell kalt. So. Können wir uns jetzt hier einen Kaffee holen? Kaffeemaschine. Einmal heißer Kaffee. Ja, der wird aber kalt, bis Schade, wir dort sind. Ich mag Kaffee. So, jetzt mal ganz schnell. Wir werden einen Versuch wert. So, steinerner Weg. Wenn wir jetzt rechtzeitig mit dem Kaffee zum Zwergen kommen. Der Zwerg macht doch bestimmt Kaffee. Das kann ich mir nicht vorstellen, da soll ein Zwerg, der keinen Kaffee mag, das ist hier ausgeschlossen. So, Hallöchen. Da wären wir. Heißer Kaffee für dich. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ach Mensch. Hast du Bock auf kalten Kaffee? Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Das macht alles noch viel schlimmer.
Vielleicht wird's was. Ich würde heiße Kaffee was bringen, aber. Tja. Der Kaffee bringt's also nicht. Der reicht nicht bis Rüben. Tja. Da gehen mir langsam die Optionen aus. Ich habe im letzten Part schon ziemlich viel versucht. Ich laufe heute einfach mal hin und her und versuche einiges. Kaffee hier. Becher leeren. Jetzt ist mein Becher leer. Jetzt haben wir leeren Becher. Ja, schön. Was soll es bringen? Sekunde. Hergekommen. Willkommen zurück. Okay, die kann uns auch nicht weiterhelfen. Ach, verdammt. Bis später. Pass auf dich auf. Können wir ihr nicht irgendwie den... Ich bin doch schon da. Honig. Mein Becher ist sicher eine Halswaffe. Aber hier bringt er mich nicht weiter. Ja. Einfach mal hin und her. Ich dachte, die Anja kann mir irgendwie so einen Trunk irgendwie, da steht ja schon diesen einen Trank, den wir schon haben, den haben wir ja auch. Waldweg, tja. Irgendwas übersehe ich hier, was uns weiterbringen könnte. Haus in den Wurzeln. Die Waldzwerge. Mit dir reden bringt auch nichts. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Sag ich doch. Als Uli weg ist, ist sie. Meine Rede. Ist sie die eine? Nein. Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Na dann fragen wir sie doch. Da war ich dabei. Bitte nicht um Hilfe. Aber ich bitte um Hilfe. Ich bin kein Waldzwerg, ich bin... Ja, was bin ich eigentlich? Halb Mensch, halb Zwerg wahrscheinlich. Ich bitte dir für dich um Hilfe. Ist der abgesperrt? Was ist? Das Gebäude, das sieht abgruselig. Ach so. Ist der aber riesig. Den Schuh hast du dir angeguckt. Der riecht ganz schön... ledrig. Wie kannst du den wohl verloren hat? Wie kannst du den Schuh von hier aus riechen? Das ist ja, man muss da aber ziemlich heftig stinken, wenn du den bis rüben zur Radiostation riechen kannst. Ich kann auch nicht mehr reden. Gut, die Anja soll mal so fragen. Hätt's gedacht.
Dann mal wieder hier. Willkommen zurück. Komm raus, komm raus, komm raus. Ich brauche deine Hilfe. So. Willkommen zurück. Der Zwerg ist krank, Der Zwerg ist krank. Oh, du ich bin nicht krank. Der Alkoholi hat mir viel über Zwergenkrankheiten reingebracht. Auf zu den Waldzwergen. Auf zu den Waldzwergen. Oh, da sind wir schon. Oh, du müssen wir nicht mal hin, ja. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja. Ganz schlimm. Aber keine Sorge. Der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Probiere noch und das geht's. Willst du mir ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Aber gern doch. Klar. Nimm dieses Rezept. Oh, weil jetzt müssen wir wieder Gegenstände suchen. Gesundheit. 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 Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzeln zu bringen. Okay, dann renne ich heute mal weiter durch das Ganze. Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft. Alles klar, und danach gibt es das große Fest. Wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen. Jetzt aber nichts wie zurückgerollt. Ich habe einen leckeren Butterblumenkuchen im Ofen. Okay. Ach, sind heute im Café zurück. Na, wie schön. Ich sollte lieber die... Ja, anschauen. Um den Zwerg zu heilen, braucht Anja eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, die eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Großartig. Die behalte ich bitte. Wir haben die Zutaten alle schon gefunden. Komm heraus. Wir haben Zutaten für dich. So. Kann ich dir helfen? Ich habe die Zutaten. Du hast alle Zutaten gefunden. Jo. Hoffen wir, dass das Rezept hat ja lange gedauert. Etwas Pfeffer ist übrig geblieben. Hier. Uli's etwas Pfeffer. Gegen Zwergenschnupfen muss in etwas Flüssigem verdünnt und dann dem Patienten zugeführt. Und wer ist denn mit Kaffee? Und dann gibt es bestimmt bald wieder Blausaft. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Schnupfenmedizin. Können wir die hier... Ich sollte den Becher besser zuerst mit irgendwas füllen. Ja, wie wär's denn mit... Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Ja, man könnte die Baldrian-Tropfen reinmachen, da ein bisschen... Ja, ich verstehe schon. Kaffeemaschine. Einmal heißer Kaffee. Der ist dann kalt, bis wir angekommen sind, aber gut. Schade, dass ich keinen Kaffee mache. Ist uns bewusst. Kombiniere. So, ich habe die Medizin reingerührt. So schmeckt. Verzeihung. Genossen. Genossen, ich habe genossen. Wenn ich nachher nicht dran denke, es rauszuschneiden. Ich habe versucht, das Mikro zuzuhalten. Hat wahrscheinlich nicht ganz geklappt. So, ab zu den Zwergen ist ein langer Weg. Da kann ein Kaffee schon mal kühl werden. Vor allem, wenn wir hier durch den Schnee laufen. Durch Schneegebiet. Jo. Hier sind wir schon in das Haus der Weltzwerge. Medizin für den kranken Zwerg. Mein Kaffee ist abgekühlt. Spielt keine Rolle. Hauptsache die Medizin. Sie wirkt. Das hilft sowas von Zwergen. Das ist doch viel schlimmer. Das hilft sowas von gegen Zwergenschnupfen.
Jetzt friss. Bleib mir vom Leib. Ja, was denn? Schnupfenmedizin in kaltem Kaffee. Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Friss. Alles noch viel schlimmer. Friss oder fahrig. Das hilft gegen Zwergen. Das ist der Medizin hier. Was hast du denn da? Zwergenschnupfenmedizin. Das ist ja... Zwergenschnupfenmedizin ist als Pulver völlig wirkungslos. Deshalb habe ich es auch in den Kaffee gemixt. Los, anrühren in was Trinkbarem. Mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Du verwichster Sturkopf. Mann. Es gibt doch Sturmstärkenstumpfen. Das macht alles doch viel schlimmer. Du willst ein Zwerg sein. Das hier. Du machst doch unserem Volk eine Schande. Zum gesamten Volk. In die Spüle. Weg damit. Jetzt ist mein Becher leer. Großartig. Vielleicht können wir jetzt hier Wasser einfüllen oder so. Mein Becher ist sicher eine... Ja. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Ich sehe schon. Hier können wir uns kein Wasser abfüllen. Also der Kaffee bringt nur was, wenn er heiß ist, oder was? Und ja, einfach so. Ich sollte den Becher besser zuerst mit irgendwas füllen. Mit irgendwas füllen. Womit, wenn nicht mit Kaffee? Der jetzt nicht durch bis. Tja, wir können es noch mit Kaffee versuchen, aber. Baldrian-Tropfen helfen. Baldrian-Tropfen. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Tja. Da kann ich nur noch Anja fragen. Vielleicht hat die einen Rat. Mit dem Kaffee bringt es ja scheinbar nicht. Vielleicht sagt uns dann, dass wir das in den Kaffee mixen können. Das wäre super. Wir müssen es nämlich erst wissen, dass wir die Medizin in den Kaffee tun können, bevor wir die Medizin in den Kaffee tun können. Ich kenne es ja schon, wir haben es gerade schon eben mit dem Zwerg gehabt. Pass mir auf, das passiert gleich. Pass auf. Ich werde hier zum Sachse. Pass auf. Na gut, Anja verrat uns jetzt mal, wie wir dann die Medizin am besten zubereiten können. Extravagant. Komm, ich hab nicht alle Zeit der Welt. Willkommen zurück. So, bezüglich der Medizin. Ich bin doch schon da. Wegen der Zwergenmedizin. Ullis Medizin gegen Zwergenschnupfen muss in etwas Flüssigem verwandelt und dann den Patienten zugeführt werden. Und dann gibt es bestimmt bald wieder Blausaft. Wegen der Zwerg-Ullis mit und dann... Okay, das haben wir ja gemacht. Ullis mit und dann gibt... Das hat sie uns eigentlich schon so gesagt. Später. Pass auf dich ab. Haben wir jetzt die Fähigkeit erlernt, Kaffee anzumixen oder... Ich sollte den weg... Ja, aber dann wird der Becher kalt. So schnell sind wir nicht.
Ich beeil mich jetzt aber. Bis wir dort sind, ist, sagt er wieder, der Kaffee ist kalt. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Jetzt schnell. Medizin rein. Der macht zackig. Und zur Stadtmitte. So, jetzt zieht jede Sekunde. Na, kommt zum Stadttor. Na komm. Das muss doch möglich sein. Na komm, steinerner Weg. Keine Sekunde verlieren. Läuft grundsätzlich langsam. Das wird doch wohl möglich sein. Wir waren doch schon in der Hütte drin. So. Ja, sobald es mir der Pfeil ermöglicht. Ich tue in die Richtung hin. Na komm. Ja, rein hier. Und dann gleich geben. Mein Kaffee. Es geht, das ist doch nicht, das ist. Trinkt ihr nur heißen Kaffee oder was? Ja, der Kaffee ist abgekühlt. Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Es hilft nicht gegen Zwergenschnupfen. Weißt du was, verreck doch an deinem Schnupfen. Weg damit. Wo? Jetzt ist mein Becher leer. Ja, okay. Ich glaube, das Einzige, wo wir was herkriegen können, ist der Kaffee. Ansonsten. Jetzt haben wir schon zweimal Medizin weggegeben. Im Bach vielleicht kommen wir. Vielleicht können wir im Bach Wasser schürfen oder. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Ich weiß auch nicht mehr. Mein Becher ist sicher eine Alz. Na komm, ja, du sollst nicht den Becher benutzen, du sollst zur Radiostation gehen. Hier hätten wir was zu trinken, aber da kommen wir nicht ran. Das für eine Alternative. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Ja, mit Blausaft anrühren. Ja, ist klar. Blausaft knapp wird. Blausaft. Leer. Können wir ganz bestimmt nicht irgendwie gegenhauen und das. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Du bist vorsichtig. Nee, ist klar. Kombiniere die Schnecke. Die klebt so stark. Da passe ich besser auf, wo ich sie hinsetze. Nee. Ja, ein Zapfhahn vielleicht. Da muss man nichts ab. Doch, da muss man den Saft abzapfen. Meine Fresse, manchmal macht mich das Spiel auch aggressiv. Sie hat gesagt, man soll sie in Flüssigkeit rühren und dann trinken. Korrekt. Da war die Flüssigkeit. Mach mich nicht aggressiv. Ich werde hier bekloppt. Sie hat gesagt, man soll das in der Flüssigkeit rühren. Der Blaubeersaft, das wäre die Möglichkeit. Nicht der Blaubeersaft, sondern der blaue Saft. Vielleicht mit Pfeffer? Das braucht keine besondere Würze. Ich bin verzweifelt und versuche alles. Mit dem Stock geht es wirklich nicht. Ein Stock bringt hier nichts.
Ja klar. Ein Stock bringt? Mit den Münzen von den Automaten. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Ach, als ob das jetzt... Als ob das jetzt geklappt hat. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Dann nimm halt das verdammte Fässchen mit. Und ein kleiner Werbeaufkleber. Gut, jetzt können wir doch bestimmt ein bisschen Blausaft. Das schmeckt den Zwergen doch ein bisschen besser. Das riecht aber gut. So, die Medizin. So, und jetzt trinkt den Scheiß. Medizin reingerührt. Ob die so schmeckt? Ist mir wurscht. Trink oder verreck, Zwerg. Sowas ist doch eine Schande für die ganze Zwergenschaft. Das ist doch. Das nennt sich Zwerg. Es ist doch. Zum Mäusemelken. So. Die erste. Blausaft. Das riecht lecker. Aber das ist doch nicht nur Blausaft. Da rieche ich doch noch was anderes. Ja, deine Medizin. Da ist noch Zwergenschnupfenmedizin dabei. Oh. Jetzt trink aus. Und jetzt? Nehmen Sie doch einfach den Becher. Pah, mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Waldzwerge sind keine einfachen Patienten. Meine Arme sind schwer. Meine Beine sind schwer. Sogar meine Lippen sind schwer. Der hat jetzt immer noch nicht die Medizin geschluckt. Muss ihm erst einen Filter basteln und dem das einflößen oder was, wie es das ist. Jetzt muss ich dem das löffeln, so. Oder was? Ja, so bekomme ich meinen Hustensaft auch immer. Ja klar, wir schieben dem Löffel noch in den Mund. Das ist... ist halt ein Waldzwerg. Die guten Zwerge, die wohnen im Gebirge. Einmal Blausaftmedizin gegen ihren schlimmen Zwerg. Einmal für die Mama, einmal für den Sagen Papa. Sie, ah. Hier kommt das Flugzeug. Unser Blausaft. Das Original. Kann ich aus der Tasse schmecken. Sie kriegen schon wieder Farbe im Gesicht. Morgen steht die Ernte an. Sie sollten im Bett bleiben. Im Bett bleiben. Endlich schlafen. Ohne Zwergenhalsweh. Ohne Zwergenschnupfen. Und ohne Zwergenhusten. Genau. Anja, du musst zu Anja gehen. Das ist echt weit, wissen Sie? Im Stollen 47. Stollen 47? Wo Terno ist? Den finde ich nie. Was? Warum haben Sie das denn nicht schon vorher gesagt? Zwergengeheimnis. Ja, leck mich an. Zu Anja gehen. Sag ihr. Danke. Morgen gibt es wieder. Blausaft. Morgen gibt es wieder. Blausaft. Ich hab's geschafft. Die Zwerge machen bald wieder Blausaft und Anja kann das Wipfelfest vorbereiten. Jetzt muss ich nur noch die Einladungen für das Fest abschicken.
Wenn der Kerl einer von meinen Zwergen wäre, dann würde den in die Wildnis verbannen. In die Wälder. In die Wälder würde ich ihn verbannen. Tatsächlich, eine Abkürzung. Hätte mir das früher jemand sagen können? Eine Abkürzung. Extravagant. Willkommen zurück. Wegen des Blausafts. Wie wunderbar. Ullis Medizin wirkt bestimmt. Meine Kunden fragen schon seit Tagen, wann es wieder Blausaft gibt. Und für das vorgezogene Wipfelfest werden wir viel Blausaft brauchen. Okay. Ich sollte noch Danke sagen. Wie Ullis mein und... Bis später. Pass auf dich auf. Okay. Ich bin schon da, honiglöffig. Jetzt müssen wir nur noch die Briefe verschicken. Tja. Ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt genug von Zwergen, von Blausaft und von Einladungen für große Wipfelfeste. Ja, können wir hier schon mal reingehen. Da fragen wir gleich nochmal den Marquis im nächsten Part. Ja gut, da mich nach oben soll's euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu. Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hannah Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu.